Hey, 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 heute gibt es eine wackelige Aufnahme, weil wir hier mit mehreren, ich denke, es kommen noch welche dazu, hier im Yoga-Vidya sind und einige sind auf dem Weg und ich danke, 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 dass egal wo wir sind, dass wir uns alle erinnern, dass wir in einem Geist geheilt sind, oder? Dass wir heilen, wenn einer geheilt ist. Wenn du Heilung in dir geschehen lässt, bin ich mitgeheilt. Sind wir alle geheilt. Es ist so ein Geschenk, oder? Dass wir wirklich als Sohnschaft üben. Jede Vergebung, die wir machen, ist eine Freisetzung für alle. Jeden Schritt, den wir so in Gott gehen, ist ein Schritt für alle, dass sich alle leicht erinnern. Okay, wow, wir sind hier, wir können hier angstfrei sein. Das ist es ja, woran wir uns erinnern. Es gibt nichts zu fürchten. Wir können die Angst voreinander verlieren, weil die Wirklichkeit sich immer mehr offenbart. Wir sind eins im Geist und wenn wir bereit sind, uns alle in die Gegenwart Gottes hinein berichtigt sein zu lassen, wer wir wirklich sind. Und wenn jemand mit den Lektionen gerade beschäftigt ist, das ist ja immer wieder in Stille. Und ich mische mich nicht ein. Ich lasse geschehen, dass ich wahrnehme, wer ich wirklich bin. Das ist ja Vergebung. Ich lasse geschehen. Ich vergebe und dann lasse ich geschehen und ich weiß überhaupt nicht, wie es geschieht. Ich nehme nur wahr, dass ich bin. Und das feiern wir. Und das feiern wir gerade, egal wo wir sind. Und echt was für ein riesen, riesen, riesengroßes Geschenk. Und hier sind einige mit mir und es ist gleich auch möglich, dass wir hier wechseln, indem wer was sagt. Und Pfingsten zu feiern, egal wo wir sind. Wenn es dich noch ruft, kannst du auch immer noch vorbeikommen. Wenn du keinen Schlafplatz findest, kannst du bei mir im Auto übernachten. Da ist ein Bett drin. Das ist frei. So, also es ist so alles gegeben. So, es ist so alles allen gegeben. Wunder sind natürlich. Wenn sie nicht geschehen, ist etwas schiefgelaufen. Das ist doch wirklich, wirklich die Freude, der Segen, in dem wir sind. Das wirklich den Geisteszustand zu sehen, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Berichtigung. Ich muss ja nur sagen, ich will mich berichtigt sein lassen. Und dann nehme ich in immer mehr Augenblicken wahr, dass ich schon berichtigt bin. Darum werden wir uns nie nie im Stolz so gesehen auf unser wahres Selbst wiederfinden, weil wir es nicht machen, weil wir vergeben, weil wir nicht mehr recht haben wollen, so mit gar nichts mehr. Das ist es ja. Ich bin bereit, in jedem Augenblick den Irrtum erlöst und berichtigt sein zu lassen, dass die Trennung stattgefunden hat, dass ich mit meiner Formgebung, mit der Bedeutung, die ich der Welt gebe, dass ich damit recht habe, damit höre ich auf. Weil es ja immer, es ist ja so ein Riesengeschenk, mehr und mehr das Licht zu schauen in allen, in allem. Das, was wir wirklich sind, dass wir nur diesen einen Augenblick haben. Nicht mehr und aber auch nicht weniger. Und was Jesus beschreibt, du wirst diesen Augenblick
als Körperidentität wiederholen, bis du bereit bist, den Irrtum erlöst sein zu lassen. Und was ist Erlösung anderes als zu sein, wie Gott mich schuf? Da ist irgendwann nichts mehr Privates, nichts Geheimnisvolles mehr. Kein Geheimnis, weil wir wahrnehmen, dass wir einfach sind in Gott, in jedem Augenblick neu inspiriert. Wir greifen nicht mehr auf die Vergangenheit zurück. Das ist ja das, was wir geschehen lassen. Und gerade in unserem Erwachen in der Sohnschaft steigt ja bei uns allen alles auf, was wir nicht sind, oder? Das ist ja die Erlösung, das so beschreibt Jesus ja das jüngste Gericht. Du wirst das geschehen lassen, dass alles aufsteigt, was du nicht bist. Ich muss mir jeden Gedanken mit dem Heiligen Geist anschauen, der gerade aufsteigt, und mich fragen, will ich das schützen als meine wahre Identität? Oder bin ich bereit, wahrzunehmen, all das, was gerade der Groll, der Hass, die Angst, die irgendwelche vergangenen Assoziationen, über die ich mich definiere, wenn die aufsteigen, will ich das noch länger als wahre Wahrnehmung schützen oder bin ich bereit anzuerkennen, ah, okay, ich befinde mich gerade wirklich in der Läuterung mit dem Heiligen Geist. Darum machen wir den Kurs, oder? Dass wir wahrnehmen, wer wir wirklich sind. Und Jesus sagt, um das wahrzunehmen, musst du dir alles anschauen, was du nicht bist. Und das Missverständnis, was ja gerade bei einigen ist, ist, dass wir glauben, es steigt alles das auf, was wir sind. Wir sind nicht der Hass, die Angst. Alles, was leidet, ist nicht Teil von mir. Und Jesus sagt, es muss aufsteigen, weil ich muss mich entscheiden, ob ich das noch als Identität behalten will. Weil die Frage ist nicht, ob ich mich jemals damit identifiziert habe. Alles, was aufsteigt, das habe ich genutzt als meine Identität, als Schutz gegen die Erlösung. Weil so eine Angst vor Gott. Die ganze Welt ist ja furchterregend so gesehen. Ich habe Angst, dass wenn ich die Welt nicht aufrechterhalte, wenn ich mein Leid, keiner versteht mich, ich bin anders, ich bin besonders, wenn ich das nicht aufrechterhalte, nehme ich sofort wahr, dass ich im Vater geliebt bin. Darum bekämpfen wir die Wahrheit, wir versuchen das. Und Jesus sagt, es ist ein aussichtsloser Kampf. Der Kampf ist aussichtslos, weil wir einfach sind, wie Gott uns schuf. Und darin werden wir uns wiederfinden, alle. Die einzige Entscheidungsfreiheit, die wir hier im Traum haben, ist, wann lasse ich mich in den glücklichen Traum führen, weil aus dem glücklichen Traum erwache ich leicht. Und der glückliche Traum ist, ich nehme wahr, dass die Stimme Gottes mich tröstet in jedem Augenblick. Mich erinnert, wer ich wirklich bin. Und da haben wir immer Phasen von tieferer Erlösung und Auflösung. Ich merke das in mir auch seit ein paar Tagen. Ich habe ja irgendwie, als ich mit dem Kurs angefangen bin, irgendwie 3 Jahre durchgeweint und dann waren so die Tränen getrocknet und jetzt ist so nochmal seit 3 Tagen so wirklich so Rührungstränen, wenn ich mit Brüdern bin und schaue, wie das Licht sich einfach in allem noch mehr offenbart. Und das ist einfach so, es ist so, es ist alles immer wieder. Die Ewigkeit, die Erinnerung, die Belehrung ist immer wieder neu. Wir haben ja ewig, im Ego definieren wir ja ewig als immer gleich. Und das ist es nicht. Ewigkeit, die wir wirklich sind, die Augenblicke im Heiligen Geist, im heiligen Augenblick, das ist ja immer wieder jetzt. Da ist ja. Da hört ja jeder Vergleich auf. Und darum ist es
diese Lebendigkeit Gottes, die Liebe Gottes mit nichts zu vergleichen, weil es sich nicht vergleichen lässt, weil in den Augenblicken kein Gegenteil möglich ist, weil wir so geliebt sind, wie wir es uns nicht vorstellen können, weil Vorstellung immer, ich stelle eigene Bilder davor. Ich stelle die vergangene Assoziation davor, um mich sicher zu halten. Und ich freue mich dermaßen, dass wir wirklich jetzt über Pfingsten, ich liebe einfach auch Treffen, so, ich liebe Seminare, ich liebe Retreats, solche Veranstaltungen, einfach sich zu begegnen. Und auch wenn wir Geist sind, wenn wir nicht der Körper sind und auch wenn wir wie die Lektion heute alle in einem Augenblick gemeinsam erinnert und geheilt sind, wenn einer es geschehen lässt. Es ist einfach auch eine Freude, so sich einfach so zu begegnen. Also ich mag das total gerne. So, es ist echt für mich so Freude, sich so geistig und lichtvoll so klatsch ah. abzuklatschen. Hey. Ich schau dich. So, was der Heilige Geist so seit Anbeginn von Zeitraum. Wir haben gedacht, wir können uns im Körper in dunklen Gedanken verstecken und er sagt, hab dich, schau dich. So, kannst aufhören zu leiden. Und wir so, ah, ich gucke mal, ob ich noch ein besseres Versteck finde. Das ist ja so versuchen, das ist ja so diese Vergeblichkeit, der vergebliche Versuch, Vergeblichkeit herzustellen. Bei mir geht es wirklich nicht. Kennt das jemand? Bei mir funktioniert es wirklich nicht. Das habe ich so lange versucht. Und es geht nicht. Wir sind einfach alle gleichermaßen geliebt. Alle gleichermaßen geliebt. Keiner mehr, keiner weniger. Alle gleichermaßen geliebt. Geheilt, gehalten. Das ist ja, darum wird die Welt ja in Lachen enden, weil wir alle in der Liebe sind. Darum wird die Welt in Frieden enden, weil das stimmt, dass wir sind, wie Gott uns schuf. Und ich finde es so berührend, dass es einfach nur Vergebung ist. Als ich mit dem Kurs angefangen bin, hat Jesus gesagt, so, Vergebung, das ist hier deine Funktion. Und wenn zwischendurch mal eine Idee kam durch andere Brüder, hast du nicht mal genug vergeben? Und wenn ich gefragt habe, habe ich nicht genug vergeben? Und dann kam immer wieder, hey, du wirst dich nie fragen, ob du genug vergeben hast, wenn du genug vergeben hast. So, also solange da noch ein Teil ist, der Fragen stellen kann, weil ich bin, wie Gott mich schuf. Und in dem Augenblick, wenn ich das, im heiligen Augenblick ist ja jede Frage beantwortet, da gibt es ja keine Frage mehr. Und solange ich noch überhaupt diese Möglichkeit habe, diese Frage zu stellen, brauche ich einfach Vergebung. Und das beschreibt Jesus ja auch so liebend, finde ich, indem er sagt, ne, der Prüfstein zur Wahrheit ist totale Angstfreiheit, egal was geschieht. Und tiefer Frieden, egal was geschieht. Und alle, die dir begegnen und an dich denken, sind im tiefen Frieden. Und er sagt, und wenn das nicht in deinem Geist ist, dann hast du noch Unvergebenes. Das heißt, ich habe noch was versteckt, ich versuche noch was vor mir zu verstecken. Und das ist Leid, das ist das Leid. Leid ist immer, ich wehre mich gegen die Berichtigung, gegen die Heilung, gegen die Berührung des Vaters, die jetzt schon geschieht. Das ist das Leid. Es geschieht schon. Und das mehr und mehr wahrzunehmen, dass das alles stimmt, was im Kurs steht, einfach, nee, ich nehme es ja wahr, weil ich dran glaube. Weil die Welt ist ja nicht wirklich, es ist ein Traum. Es geht darum, dass ich mich dermaßen in einem leidvollen Traum identifiziert habe und wirklich glaube, dass die Körperidentität mir irgendetwas bringt. Das sagt Jesus. Und darum habe ich eine Verwechslung von Schmerz und Freude, weil Körperidentität nur Schmerz, nur Angst ist. Und das hilft mir aber nicht, wenn ich versuche, das irgendwie zu machen, sondern ich brauche wirklich die Wahrnehmung, wow, in Gott bin ich frei, da bin ich geliebt, da ist eine Liebe, eine Freiheit
ein Frieden, der ich bin, dann schaue ich mir das an, dass das andere nicht das ist, was ich will. Wir können uns da nicht hinzwingen, sondern darum ist Vergebung unsere Funktion, weil sie immer den Irrtum auflöst, für einen Augenblick. Immer. Es wird immer der Irrtum aufgelöst für einen Augenblick und ich kann wahrnehmen, wow, das ist das, was ich teilen will. Nichts anderes. Und so sind wir hier, um das zu feiern an Pfingsten. Und egal, ob du im Zoom dabei bist oder hier oder ganz was anderes machst, echt, wir heilen gemeinsam. Wir werden gemeinsam den Heiligen Geist tiefer in uns geschehen lassen. Wir sagen ja dazu. Wir sagen ja, yay, ich will nur noch auf die Stimme Gottes hören. Yay, ich will aufzeigen. Das ist ja, was Jesus anbietet. Hey, willst du unter den Erlösern dieser Welt sein? Willst du mir nachfolgen? Und ich jetzt gleich den Laptop weitergebe. So, es ist so witzig, so diese Nachfolge von Jesus Christus, dass das für viele so schwierig ist, oder? Weil viele sind ja zum Kurs, um nicht das zu machen, wie es in der Bibel steht. Und irgendwann wahrzunehmen, je mehr wir den Kurs lesen, da steht auch nichts anderes drin. So, da schlägt Jesus uns das ja auch vor. Wenn du mir nachfolgst, kann ich dir bei weitem mehr helfen. Du musst es nicht, ich helfe dir auch so. Doch wenn du das machst, wenn du dich ja dazu sagst, kann ich dir noch viel mehr helfen. Und ich finde es so berührend, dass wirklich das geistig möglich ist, dass der glückliche Ausgang aller Dinge wirklich gewiss ist. Weil, wenn einer hier ist, der den Irrtum ehrlich, total ehrlich erlöst hat, sind alle mit erlöst. Und das hat Jesus gemacht, der hier sich erinnert hat, dass er der Christus ist im Geist mit uns allen. Und darum sagt er im Kurs, hey, das war mein Teil hier in der Erlösung, mein Teil. Jeder hat einen Teil, den nur er geben kann. Das war sein Teil, den nur er geben konnte, wollte und auch musste. Darum sagt er zu uns im Kurs nochmal, hör auf, spiel nicht länger mit der Schuld rum. Vergib den ganzen Tag. Das ist Vergebung. Vergebung ist wirklich, ich lasse mich berichtigen die ganze Zeit in den heiligen Augenblick hinein. Das ist Vergebung. Vergebung ist nicht irgendwas, was ich machen muss, sondern Vergebung ist wirklich, dass ich sage, für einen Augenblick schütze ich das Ego-Denksystem nicht. Und dann ist es augenblicklich erlöst. Das ist Vergebung. Vergebung ist das, ist wirklich der Schlüssel zum Glück hier. Und Jesus sagt, hey, es braucht nur deine Bereitschaft. Du kannst es nicht machen. Du musst nichts tun. Du musst nur sagen, ich will mich erinnern lassen, wer ich wirklich bin. Das ist Vergebung. Vergebung ist Freiheit. Ich will nicht mehr Recht haben. Das ist Vergebung. Ich will mich von dir erinnern lassen, wer ich wirklich bin. Das ist Vergebung. So schön, oder? So berührend. Und für alle gleichermaßen wahrnehmbar. Keiner mehr, keiner weniger. Der Vater liebt alle gleichermaßen. Uns ist allen gleichermaßen alles gegeben. Die Frage ist nur, erhebe ich Anspruch auf mein Erbe als Kind Gottes? Will ich wahrnehmen, dass allen alles gegeben ist? Will ich wahrnehmen, dass der Vater mich jetzt liebt, mir alles gibt, mich heilt, geheilt hat, gar nicht zugelassen hat, dass meinem wirklichen Selbst, das kann keiner Veränderung unterliegen, das ist mit Ewigkeit gemeint. Keine Verletzungsmöglichkeit. Alles, was in Zeitraum an Grausamkeit hier geschehen ist, was ich anderen angetan habe, es hat keine Wirkung in der einzig wirklichen Beziehung der zu Gott. Ist doch der Oberflash, findet ihr nicht? So, ist doch wirklich. Wer hätte das gedacht? Und dass wir das ehrlich wahrnehmen können und erfahren können. Das ist ja so gesehen die frohe Botschaft, die wir bezeugen. Das ist unsere Aufgabe hier.
so gesehen. Das ist die Aufgabe unter den, alle sind gerufen, was im Kurs steht, alle sind gerufen, die wenigsten antworten. Das ist die Frage, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit, deine Bereitschaft zu erhöhen, dich wirklich berühren zu lassen von dem, dass du unverletzt bist und das hier zu bezeugen? Das ist unsere Rolle in Gottes Heilsplan einnehmen. Bin ich bereit, das zu bezeugen? Bin ich bereit, zum Bruder zu sagen, hey, wow, bis gerade habe ich vielleicht versucht aufzuzeigen, dass du mich verändert und verletzt hast. Und jetzt bin ich bereit, mich so tief erinnern zu lassen, wer ich wirklich bin. Wer ich wirklich bin. Das ist ja die Bruderliebe, von der Jesus spricht. Du liebst alle so sehr und das können wir nur wahrnehmen, wenn wir die ganzen Bilder erlöst sein lassen, die wir hier allen geben. Echt, was für ein Üben, oder? Was für eine Geistesschulung, in der wir sind, dass uns nichts fehlt. Gar nichts. Gar nichts. Nichts. Darum sagt Jesus, du wirst wahrnehmen, dass du in all deinem, Be nur in Beziehung, in Begegnung bist, um allen alles zu geben, weil du überfließt in deinem wahren Selbst. Das ist ja auch ein Unterscheidungsmoment, höre ich gerade das Ego oder den Heiligen Geist. Der Heilige Geist inspiriert immer für die Heilung für alle. Da geht es immer um Ausdehnung, um Befreiung für alle, um Freisetzung für alle. Ey, und urteilsfrei zu sein. Weißt du? Meine Friends wollen noch nicht. Große Ankündigung. Aber ich bin hier mit Friends. Ah. Ah, echt. Hinten, da sitzen auch meine Friends. Bislang will noch kein Friend. Ah, echt, was für ein, aber echt in was für ein Geschenk wir sind, oder? In was für einem Erwachen. Alle zusammen, alle miteinander. Und wenn wir uns hier so umschauen, nur du siehst irgendwie, sind ja einige, die Kamera anhaben, du siehst so scheinbar Körper und es ist im Geist, sind wir alle verbunden. Jeden Gedanken, den wir denken, das ist ja die Lektion auch heute, denken wir mit jedem hier. Den teilen wir mit jedem. Und das geschehen zu lassen, okay, wow. Und entweder versklave ich alle in meiner Wahrnehmung, wenn ich an die Trennung glaube, und sage ich, ey, wow, wir sind ja alle zum Tode verurteilt. Oder ich vergebe und bitte den Heiligen Geist und dann schauen wir ja total natürlich immer mehr das Licht, das wir sind. Und dann wissen wir, hey, wir sind alle ewig. Es gibt nichts zu fürchten, gar nichts. In Wahrheit stirbt niemand. Es ist nur, weil hier alles einem Wandel im Traum, der Traum ist nicht ewig, darum verändert er sich. Das ist ja das Unterscheidungsmerkmal. Darum wandelt sich alles. Doch die, die wir sind, wir wechseln einfach nur die Form. Wir wechseln einfach nur die Form. Und wir bleiben ewig ein Kind Gottes. Und darin liegt unsere Freiheit, dass wir hier nur üben. Wir erinnern uns, dass wir Mitschöpfer Gottes sind,
Das haben wir in einem Teil des Geistes vergessen, indem wir wirklich glauben, dass wir hier altern, sterben, neu geboren werden und. Und das hat keine Wirklichkeit. Und das ist das Spiel, in dem wir uns wiederfinden. Und das nehmen wir immer mehr wahr, wenn wir unsere Wahrnehmung berichtigt sein lassen. Und jetzt? Und jetzt? Was willst du glauben? Es ist der Glaube, der Berge versetzt. Jesus hat in der Bibel immer wieder gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Darum sagt er ja auch im Kurs immer wieder, der Vater hat dir schon alles gegeben. Es passiert schon, es ist schon geschehen. Du wirst irgendwann dich nicht mehr dagegen wehren. Das ist alles, was geschieht. Wir wehren uns nicht mehr dagegen, dass schon alles ist. Und das braucht ja unseren Mut, oder? Darum geht es ja auch um Demut. Demut ist, natürlich glaube ich dir, wenn du mir was sagst. Natürlich glaube ich dir, Heiliger Geist. Natürlich glaube ich dir, Jesus Christus, wenn du im Kurs sagst, ich bin unschuldig in meinem wahren Selbst. Wir sind alle geheilt und gehalten. Natürlich glaube ich dir, wenn du mir sagst, geh dahin. Geh dahin, fahr dahin. Da ist die Heilung. Natürlich glaube ich dir das. Das ist ja den Glauben. Darum haben wir den Kurs, um zu sagen, hey, ich will das glauben, was da steht. Selbst wenn ein Teil in meinem Geist tobt und mein Ego sagt auch immer noch, das ist alles Quatsch. Das wird auch nicht damit aufhören. Warum auch? Das ist meine Fehlschöpfung. Ich identifiziere mich immer weniger damit. Das ist ja unser Üben. Darum gehen wir ohne Opfer, weil wir irgendwann gar nicht mehr drauf hören. Das ist ja die Freiheit, die wir haben. Ah, da ist noch ein Friend. Da kommt ein Friend. Die mag vielleicht was sagen. Da ist noch ein Friend. Hi. Da ist noch ein Friend. So viele Friends. Ja, wir frienden heute hier. Ah, so viele Freunde. Genau. Wenn endlich jeder unser Freund sein darf, dann haben wir es geschafft. Hey. Guten Morgen euch allen. Gesegneten Morgen. Habt ihr euch schon überlegt, was für einen Tag ihr haben wollt? Ja. Ein Tag voller Liebe, genau. Voller Freude, voller bedeutsamer Begegnung und Tiefe der Erkenntnis. Ist das hier das Warm-up oder wo bin ich hier? Ja. Jetzt ist letzte Warm-up. Wow, ist euch nicht schon richtig heiß nach dem ganzen Warm-up? Genau, nicht so angekündigt und doch ja. Ja. Ja, es ist so, echt, was für ein Segen, oder? So ein Segen. Was für ein Segen, So dass ein wir Segen. echt geschehen lassen. Genau, dass es einfach geschieht. Und wir es gar nicht mehr verhindern können. Es ist unausweichlich. Es ist unausweichlich. Ja, und auch gar nicht wollen. Genau. Genau. Wir wollen die Begrenzung fallen lassen. Und die Wahrheit immer wieder einladen.
Ja, und natürlich wollen wir so gesehen keine Entscheidungen selber fällen und doch sagt Jesus, hey, was wünschst du dir für einen Tag? Das ist die Zielsetzung im Heiligen Geist, was Manuela meinte. Jesus sagt, hey, was wünschst du dir für einen Tag? Was willst du? Weil da kam gerade ein Kommentar, ich will keine Entscheidung selber fällen. Und doch brauchen wir die Entscheidung mit dem Heiligen Geist, die Zielsetzung. Genau, die gehört an den Anfang. Und dann lasse ich einfach los. Und dann lasse ich einfach los. Und dann kann ich gar nicht anders als zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich kann gar nicht anders als die richtige Begegnung haben. Es sei denn, ich gehe irgendwie in Widerstand und habe plötzlich die Idee, nein. Aber wenn ich diesem Tag einfach mit Ja begegnen kann, egal was er bringt, dann hat der Heilige Geist durch meine Zielsetzung diesen Tag schon in der Hand. Er hat ihn schon, er hat uns ja sowieso. Wir wollen uns nur den Widerstand abgewöhnen. Wir wollen Vertrauen lernen. Und dazu habe ich jede Menge vertrauensbildende Maßnahmen gebraucht. Und die geschehen einfach, wenn ich loslasse. Ja, das sagt Jesus ja, du brauchst die Zielsetzung mit dem Heiligen Geist. Und das ist ja für mich auch, seitdem ich den Kurs kenne, war mein Ziel Wahrheit. Und seitdem weiß ich alles, was geschieht. Egal, wie ich es erstmal in der Person bewerten würde, dient dem. Egal, ob es mir scheinbar gut geht oder nicht, ich weiß, es dient alles dem Ziel der Wahrheit. Und das ist ja das mit dem, was Jesus sagt, mit dem Heiligen Geist, die Zielsetzung, das Ziel zu setzen. Dann weißt du, alles dient dem. Und mit dem Ego erleben wir eine Situation, schauen zurück und fragen, ob es uns was gebracht Ja, hat. genau. Und das ist dieses Mühselige. Weil wer bewertet? Ja. Weil es ist ja immer Heilung jetzt. Das ist ja, was wir merken, was wir schon hatten. Es geschieht schon. Wir sind schon. Genau, und ich fand das, es ist so wichtig, irgendwie dieses, egal ob es mir dabei gut geht oder nicht, wer ist denn das, dem es da die ganze Zeit irgendwie drin gut gehen irgendwie soll? Und das scheint so ein Widerspruch zu sein zu Gott möchte, dass ich immer glücklich bin. Aber wir können so ein tieferes Glück irgendwie haben in der Gewissheit, dass wir geführt sind und dass alles dient. Und ich mache manchmal die Erfahrung, dass ich mich irgendwie vorübergehend, das scheinbare Ich sich irgendwie vorübergehend scheinbar schlecht fühlt. Nicht nur, weil dann gleich Heilung passiert, sondern weil das irgendwie ein Lernen ist, was in der nächsten Begegnung irgendwie relevant ist, weil ich irgendwie eine Erfahrung mache, die für irgendjemanden kostbar ist. So, und dann erkenne ich überhaupt erst den Sinn und den Wert von dem, was ich gerade erlebt habe. Und das ist so, dass, so empfinde ich so dieses hingegebene Leben. Dass es keinen Fehler mehr gibt, dass einfach gar nichts Verkehrtes ist. Dies muss doch ein Schritt auf dem Weg nach Hause sein. Was soll das denn anders sein? Ja, und das ist ja, was Jesus beschreibt, einfach mit, hey, du weißt nicht, wann du einen Rück- und einen Fortschritt machst. Nur wenn wir auf dem Boden liegen und denken, hey, wow, hier ist gerade ein Rückschritt, weil ich nochmal tief gerüttelt und geschüttelt bin, vielleicht in alten Erfahrungen, die einfach aufsteigen müssen, damit ich wahrnehme, ach, okay, das ist wirklich nur ein Gedanke, das Ganze. Und im nächsten Augenblick sind wir tief in Gott. Darum können wir das nie selber beurteilen. Genau. Deswegen können wir das mit dem Urteil gleich in die Sonne tun. Ah, da kommt noch ein Friend. Der will bestimmt auch noch was sagen. Dann bleib sitzen. Yay! Der Computer müsste breiter sein. Ich Andrea. kam für eine Botschaft. Es lohnt sich dran zu bleiben. Und in den engen Momenten nicht wegzuspringen wie so ein nasser Fisch, sondern einfach nochmal ein Wunder wählen. Genau, motiviere uns, Ja, Andrea. das sind eigentlich die besten Momente. So, wenn es so eng wird und man denkt, so, ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht. Ja, Aber genau. genau da musst du dranbleiben. Genau. Da hau nicht ab. Das lohnt sich so. Am anderen Ende ist es so viel schöner. Viel besser als vorher. Genau, der einzige Weg raus ist Ja, durch. genau. Voll rein. Eine volle Präferenz für den Engpass.
Ah, der war gut. Präferenz für den Engpass. Eine volle Präferenz für den Ja, Engpass. wir Das warten alle muss ich auf mir jetzt dich. mal Die merken. Bros warten dann immer, ne? Man fühlt sich da so alleine. Also ich erzähle das natürlich, weil ich über mich selber rede. Man fühlt sich ja so alleine, aber irgendwie ist dann da so diese kleine Entscheidung für, okay, vielleicht kann ich doch ein Wunder wählen oder wenn ich geheilt bin, bin ich nicht alleine geheilt. Und dann macht das Licht die Arbeit und auf einmal kommen alle und begrüßen einen und beschenken einen. Genau, das ist sowas wie eine Ego-Presse, ne? Da wird nochmal alles rausgedrückt, was irgendwie gerade geht. Ja, und sich nicht zu schämen dafür so, ne? Es darf ruhig gesehen werden. Und keine Angst, wenn es nicht so anfühlt, als würde man nicht durchkommen, so als würde man hängen bleiben da drinnen. Einfach nochmal einen Moment länger still drin stehen bleiben, nochmal neu wählen, der Bruder ist da. Und ja, führt einen raus aus dem Engen. Oh, ich finde es nochmal echt krass, dieser Gedanke, irgendwie sich einfach vor dem Ego nicht zu fürchten. Genau. Genau, sich einfach vor dem Ding nicht zu fürchten. Manchmal kommt im Unterricht raus irgendwie, hallo Ego, komm doch mal ran, zeig doch mal, was du drauf hast. Jetzt mach doch mal, jetzt hau doch mal das Zeug hoch. Dann müssen wir mal gucken, wie als Sohn Gottes du damit gehen kannst. Und du gehst immer gut damit. Einfach nicht versuchen, das wegzudrücken oder unten zu halten, sondern zeig doch mal, mach doch mal stärker das komische Gefühl. Lass doch mal das Ganze, dies ist ja deine Befreiung. Es ist deine Befreiung. Ego, zeig mal, was du drauf hast. Ist für mich ein guter Satz. Ja, total. Ja, und halt wirklich so den Heiligen Geist zu bitten. Jesus Christus, ich brauche dich. Weil wir können es ja nicht alleine im Geist. So, ich bin ja wirklich so dermaßen auf die Hilfe da angewiesen. Und das ist ja auch der Kurs, das bietet Jesus ja an. Was wir schon hatten vorhin ja auch, hey, der Irrtum ist erlöst. Verbinde dich mit mir geistig. Anzuerkennen, ey, ich habe selber so als Person keine Chance, weil ich bin, wie Gott mich schuf und das ist Gegenwart. Ich werde nie wahrnehmen oder sagen können, ey, ich bin fertig mit irgendwas, weil sich Gott immer ewig neu geboren in mir offenbart. Das ist ja das Geschenk. Das ist ja, wo wir einfach immer wieder sind und neugeboren und sind inspiriert für alle. Wer will denn schon fertig sein, ne? Ja, es ist Genau. ja das Ego, was fertig sein will, Genau. weil Wir es einen sagen ja, oh, ich Anfang. bin so fertig. Das ist doch kein gutes Gefühl, oder? Ja, ich bin fertig, ich bin erlöst. Fertig, genau. Nur noch hier für Kaffee und für die Laune. Ich verbreite jetzt noch gute Laune. Ja, super, das finde ich gut. Und ich glaube, dass wir total erlöst sein können und doch noch etwas durchgehen können, weil es der ganze Geist ist, der geheilt werden will. Und nicht nur dieser komische kleine Abschnitt, den ich als meins bezeichne. Mein Geist oder so. Ja, wenn es nicht mehr mein Geist ist, dann kann es irgendwie mehr Geist sein. Und wie oft in großen Wundern sagt irgendwie, du behandelst das Zeug, was scheinbar von irgendjemand anders ist, genauso wie dein eigenes. Da ist keine Trennung. Es ist einfach egal, was auch immer für Zeug da ist, es wird irgendwie aufgearbeitet. Ja, und zeitgleich sagt Jesus, hey, ne, die sich wirklich hier erinnert haben, die können wir ja um Hilfe bitten. Und er sagt, die haben keinen Körper mehr. Das sagt er ja auch an irgendeiner Stelle. Und er sagt ja auch, wenn du in Zeitraum jemandem den Weg nachmachst, machst du den Kurs nicht, sondern bitte mich, weil ich wirklich den Irrtum erlöst sein lassen habe. Und diese komplette Angstfreiheit, das ist ja der Prüfstein, ob wir uns der Wahrheit annähern. Ja. In so einem Frieden zu sein, egal, jeder, der an mich denkt und mir begegnet, ist in diesem Frieden. Das ist ja, Ja. ne? Und ansonsten sagt er, hast du noch Unvergebenes im Geist? Und dazu wissen, wow, ich übe einfach nur hier. Ich übe einfach nur. Wirklich in dieser Nachfolge, das in meinem Geist geschehen zu lassen. Und da kriegen wir auch die spontanen Angebote und Aufrufe, so, okay, du bist dran. Also, du bist jetzt dran, du bist dran zu geben.
Und ohne zu wissen, was, also ohne einen Plan dazu zu haben und dem Impuls einfach zu folgen, auch wenn du nicht das nächste Wort im Satz weißt, sondern weißt einfach nur, hallo, so viel weiß ich jetzt und Heiliger Geist, hilf! wie geht's zum Beispiel? Und das wird sich schon auseinanderfalten, ne, was du da so in Raum und Zeit als Worte oder als Handlung zu geben hast. Aber das, was ja das Wunder ist, dass du dich nicht, dass du es nicht selber bestimmst. Und fängst an, das zu geben, von dem du noch nicht weißt, dass du es hast. Und manchmal ist es einfach so eine dunkle Stelle. Manchmal ist es einfach dein Schmerz. Und manchmal ist es einfach dein Licht. Und hinter dem Schmerz ist ja eh Licht. Und es ist oft so kostbar, wenn wir uns auch in dem zeigen, was einfach gerade noch nicht so perfekt wirkt oder ist oder was gerade unser Prozess ist. Weil auch in dem haben wir irgendwie Anteil miteinander. Und es ist oft eine Einladung, dass wir aufhören mit unseren komischen Abwehrmechanismen und uns irgendwie toll darstellen zu wollen, weil das Ego ist immer um Gesichtswahrung besorgt, während der innere Prozess aber der ist, dich in diese Angstfreiheit und in diesen totalen Frieden zu führen. Und das kannst du nicht, solange du immer noch Dinge versteckst. Ja, keine Privat, nichts Privates mehr. Wir sind, wie Gott uns schuf, im heiligen Augenblick. Und das ist ja das Wundervolle, dass wirklich den heiligen Augenblick üben hiermit unsere Funktion ist. Und das ist der Augenblick, in dem ich gar nichts mehr verstecke, sagt Jesus ja, wenn du den nur für immer alles, nichts mehr zu verstecken von niemandem. Das ist der heilige Augenblick und echt was für ein Geschenk. Ja, und diese Idee von Verstecken geht ja nur, weil wir hier irgendwie diesen Körpern rumlaufen. Und dann haben wir die Idee, wir können uns in den zurückziehen und dieses private Ding irgendwie machen. Aber im Geist oder wenn wir in der geistigen Welt sind, da ist alles so offenbar. Und jeder, der ein bisschen offen ist im Geist, spürt ja, wir kriegen uns doch die ganze Zeit mit. Also, genau. Yay, noch ein Freund. Hallo. Was magst du teilen? Nice to meet you. Danke für dein Sein. Hey. Nicht was für ein Geschenk, oder? Wir sind einfach alle am Üben. Und es gibt nichts zu fürchten, weil wir eins im Geist sind. Ebenbürtig im Vater, ebenbürtig in all den Gaben, die uns gegeben sind. Licht ist unsere Ebenbürtigkeit zu finden, in der Unschuld, in der Unversehrtheit, echt. Was für ein Geschenk. Genau. Und gleichzeitig werden unsere ganzen besonderen Funktionen hier auch gebraucht. All das, was wir, wie wir uns besonders gemacht wurden, das wird ja unsere besondere Funktion. Und das ist immer wie so ein Orchester. Einer spielt halt gerade Geige und der andere spielt halt gerade Flöte oder irgendwie so. Und das wird alles gebraucht, damit es eine schöne Musik gibt. Ein kosmischer Chor oder ein kosmisches Konzert. Echt, was für ein Geschenk, ey. Pff. Drum spiel dein Instrument, sei du selber. Niemand anders kann so sein, wie du bist und deine Geschenke geben. Allein der Versuch, sich zu vergleichen und mit irgendjemand anders so zu sein zu wollen wie irgendjemand anders, fühlt sich ja für dich auch schon nicht so wundervoll an, wie es sein könnte. Aber wenn du selber sein darfst, da ist dein Strahl. Ja, und das Wundervolle ist ja, dass wir einfach alles dem Heiligen Geist geben. Ich gebe dem Vergleich, ich kann mir das ja nicht abtrainieren, sondern ich gebe es dem Heiligen Geist.
Und dann vergleicht der mein Licht mit dem Licht der anderen und dann ist alles eins. Genau, und stellt fest, es ist das Gleiche. Das ist ja wirklich das Wundervolle, dass wir nicht so gesehen an uns arbeiten und versuchen, uns richtig zu machen, sondern wir vergeben so tief und lassen uns so tief trösten, dass wir wahrnehmen, wow, ich bin schon, wie Gott mich schuf und alle anderen auch. Und dann ist es so natürlich, dass wir uns hier geben. Und es ist so natürlich, das in allen zu schauen, oder? Einfach so natürlich das Licht. Und dass wir wirklich nur auf uns warten, damit wir empfangen, damit wir geben und empfangen, dass wir wirklich der Sohn Gottes sind. Dass wir uns nicht mehr hauen und nicht mehr beschränken und uns nicht mehr verstecken, das ist alles unser eigenes Machwerk. Und das kann alles und muss auch alles und darf alles verlernt werden. Darf verlernt werden. Du bist ein unbegrenztes Licht. Ein unbegrenztes, ein formloses, was sich jederzeit in irgendeine Form gießen kann und du darfst dich davon überraschen lassen. Echt, echt was für ein schönes Belehren lassen, finde ich wirklich. Echt was für eine wundervolle Nachfolge wirklich für mich von Jesus Christus, immer mehr wunderwirkend zu sein, das geschehen zu lassen, Wunder nur noch wahrzunehmen, so viele einfach wirklich sagen, wow, da ist Erlösung. Gott meint mich, der Vater liebt mich, der liebt uns alle gleichermaßen, kein weniger, kein mehr. Und doch ist diese Liebe, wenn wir die individuell wahrnehmen, finde ich, so in die Trennung hinein, in den Traum hinein. Darum werden wir ja so glücklich im Traum, weil wir wirklich uns so getröstet und so besonders geliebt fühlen, dass es wirklich die besondere Funktion offenbart, die einfach nur noch, wo nur noch Schönheit ist, oder? Nur noch schön. Nur noch Schönheit und nur noch wirklich so, hey wow, mögen wir wirklich alle glücklich sein, ne? Was man irgendwie mal so zwanghaft angefangen hat, oh, Glück für alle. Das ist unsere Natur. Weil es Gottes Natur ist. Weil es Gottes Natur ist, weil Gott Glück für alle will. Und er dich schuf wie sich, musst du das auch wollen. Und die Kunst ist einfach nur zu erkennen, dass du genau das Gleiche willst, wie Gott will. Du willst auch, dass alle glücklich sind. Du willst auch, dass alle in Frieden sind. Du willst auch, dass alle frei sind. Stell dir eine Welt vor, wo alle glücklich in Frieden und frei sind. Das Ding mit der Vorstellung ist, dass die Welt dann nicht mehr da wäre. Aber, aber ansonsten ist das mal das Ziel. Wir bräuchten dann nicht mehr diesen Körper, um da drin zu leiden und Zeit zu haben, um uns zu überlegen, was wir denn nun wollen und so, sondern wir wüssten es ohne Zweifel, dass wir genau das Gleiche wollen wie Gott. Ja, und das ist ja das, was wir gerade wahrnehmen, oder? Das ist, was ich in mir wahrnehme, dass wenn ich ohne Jesus denke, ohne den Heiligen Geist, ist wirklich so ein Schmerz da. Das ist ja Bewusstwerdung, dass ich mehr und mehr wahrnehme, was es für ein Schmerz ist, wenn ich die Berichtigung nicht geschehen lasse, wenn ich nach dem Ego greife und nicht augenblicklich vergebe und im heiligen Augenblick bin. Wenn ich wirklich das verhindern will, wie Gott jetzt durch mich, durch alle wirkt. Und das ist ja, ich setze mich auf den Thron Gottes und versuche jeden zu beurteilen. Und Das macht hier niemand. damit hören wir einfach Das auf. macht hier niemand. Nun, das ist ja der Reflex, dem wir immer weniger nachgehen. Echt, was für ein Geschenk. Ich finde das so ein Oberflash, unser Üben. Ja, Echt, total. so. Echt, dass es wirklich Erlösung augenblicklich geschieht, wenn ich sie geschehen lasse. In immer mehr Augenblicken.
Vater, heute bin ich wieder dein Kind. Vater, heute will ich erkennen, dass mein Wille auch dein Wille ist und dein Wille auch mein Wille ist und dass du nichts anderes dir wünschst, als dass ich meinen wahren Willen tue, dass ich meine wahren Gedanken denke und meine wirklichen Gefühle fühle, dass du mich einfach zur Wahrheit in meinem Geschöpftsein führen willst. Und danke, 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 dass das unausweichlich ist. Und dass wir fixiert sind auf dich, dass du uns in einem Zugstrahl hast. Danke, danke, danke. Danke, dass alles, was sein kann, jetzt hier auch sein muss, dass du jetzt da bist. Danke, danke, danke. Amen. Amen. Hi, und wir feiern Pfingsten, was Yay. der Heilige Geist als Kommunikation, als Stimme gegeben, als Antwort auf alle Gedanken von Trennung. Jede Angst ist augenblicklich erlöst. Es gibt nichts zu fürchten. Echt, was für ein Geschenk. Total. Okay. Yay. Und bis gleich. Okay, echt totalen Segen, totale Freude, wenn wir gleich sehen oder im Zoom und überhaupt und sowieso. Echt, danke, dass wir sind. Danke für all den Mut, danke für unsere Hingabe, oder? Danke für die Entscheidung, danke, dass der glückliche Ausgang aller Dinge gewiss ist. Und ich mache noch ein Lied. Ach so, erstmal muss ich hier stoppen, sonst.